Nur Stufe 6 und sowas. Mann. Sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so reibungslos geht. Irgendwas stimmt doch da immer noch nicht, weil Stufe 6, also mit Verlaub, das müsste eigentlich über unserem Niveau sein. Zumindest über unserem aktuellen Niveau. Das Problem ist auch, ich brauche neurochirurgische Patienten, aber ich bekomme sie nicht. Ich brauche 5 neurochirurgische Patienten und ich habe jetzt vielleicht erst einen. Okay, diesen Fall gebe ich ganz dringend ab. Okay, das ist auch zu hoch. Manchmal funktioniert Stufe 6 und manchmal ist das dann doch zu viel.
Ja, aber das könnte klappen. Sehr gut. So, erst einmal duschen gehen, dann was essen und dann schlafen, soweit möglich. Da sollte ich mich wirklich mal auf die neurochirurgischen Patienten konzentrieren, falls ich welche finde. Dr. Lewis. Ich habe bestimmt größeren Hunger, also. Genau. Und durch das Schlafen gewinnen wir nicht nur Energie zurück, sondern auch Gelassenheit, wie es ja auch in echt so ist. Nicht wahr? Ich hoffe, Sie haben nicht vergessen, warum ich Sie gebeten hatte. Ich möchte, dass Sie Erfahrungen im neurochirurgischen Bereich machen. Ist Ihnen in letzter Zeit an Dr. Quarren etwas aufgefallen? Er scheint nicht er selbst zu sein und offen gesagt mache ich mir Sorgen um ihn. Es gibt Gerüchte, dass jemand sich am Drogensafe bedient und ich möchte niemanden unbegründet verdächtigen, aber er macht in letzter Zeit grobe Fehler. Ich möchte, dass Sie ihn und seine Patienten im Auge behalten. Ja. Übernehme ich. Ein Geschenk, eine Apothekerdosis. Ja, die kann ich leider nicht nehmen, fürchte ich. Dr. Quarren, was macht der Mann? Stufe 4. Was macht dieser Patient im Behandlungsraum 2? Das macht doch keinen Sinn. So. Zumindest neurochirurgischer Patient, immerhin. So, die mehrfachen Behandlungen sind In durch. der Patienteneinteilung sitzt ein verletzter Guru.
besteht darauf, dass unsere überarbeiteten Seelen der Erleuchtung bedürfen. Ich denke, er sollte mit Ihnen anfangen. Also los, gehen Sie und behandeln Sie ihn. Ich und überarbeitet, ich muss sagen, da liegen Sie sehr gut, Dr. Carter. Aber was soll man da machen? Ne? Was? Sechs? Übernehme ich. Also quasi alle. Weil wenn der Mann lauter Fehler macht, dann ja. So. Das könnte knifflig werden. Neurochirurgie Stufe 6. Ablösen. 10? Oh mein Gott, die Person ist fast tot. Verdammt. Kann ich nicht abgeben? Mist, 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 das schaffe ich nicht. Das geht nicht, das geht auf keinen Fall. Damit war leider zu rechnen. Okay, ab jetzt übernehme ich jeden von Dr. Quorn. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, kurz mal die Gelassenheit ausgleichen. Das kann nicht wahr sein mit diesem Mann. Was ist mit diesem Mann los? Da war ein Patient, ja. Das hat irgendwie, glaube ich, auf Stufe 5 oder 6 angefangen, ja.
Und der bringt diesen Patienten auf Stufe 10, ohne einen weiteren Arzt hinzuzuziehen, der den Patienten Doktor, könnten Sie zu mir in den Warteraum kommen? eventuell noch retten könnte. Nix da. Doch, das geht. Oh, Doktor, heute noch. Der Mann glaubt, er wäre von der CIA oder sowas, plappert dauernd von seiner Mission. Bla 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 bla, Makrele, bla. Sehen Sie, das meine ich. Kuckuck, sehen Sie zu, was Sie für ihn tun können, ja? Und wenn er John F. Kennedy erwähnt, dann holen Sie mich auf jeden Fall. Danke. Ja, bitte. Okay. Ein Geschenk einer Apothekerdosis, das kenne ich ja noch gar nicht. Danke sehr. Ich hatte Sie gebeten, Quarrens Patienten im Auge zu behalten. Lassen Sie mich und vor allem die Patienten nicht im Stich. Ja. Komm schon, zieh, ich glaube an dich. Doktor, die Testergebnisse Ihres Patienten liegen vor.